Hallo, Bayern-Fans. Herzlich willkommen zum Bayern München Nachrichtenkanal, Ihrem Ort für alle Informationen und Neuigkeiten über das bayerische Team. Heute beginnen wir mit einer Nachricht direkt aus dem Mund eines der größten jüngsten Idole des Bayern, Robert Lewandowski. Während der Sportauszeichnung Laureus hat der polnische Angreifer seine Unterstützung in der Endphase der Bundesliga deutlich gemacht. Aber bevor wir weitergehen, abonnieren Sie den Kanal, geben Sie ein Like und aktivieren Sie die Glocke, um alle Benachrichtigungen zu erhalten. In einem Interview am letzten Montag sagte Lewandowski, dass er immer auf der Seite des Bayern sein wird und die Idee nicht unterstützt, dass es besser für die Bundesliga wäre, wenn Dortmund gewinnen würde. Der Stürmer erinnerte auch an seine Vergangenheit bei Borussia Dortmund, wo er von 2010 bis 2014 spielte, bevor er zum Bayern wechselte. Seitdem hat Lewandowski mit dem Bayern zahlreiche Titel gewonnen, einschließlich der Champions League in der Saison 2019 bis 20 und des FIFA-Club-Weltmeisterschaft im Jahr 2020. Der Bayern kämpft derzeit um den 11. Titel in Folge in der Bundesliga, aber seine Dominanz scheint nie so bedroht gewesen zu sein. Derweil träumt Borussia Dortmund vom Titel, den es seit 2012 nicht mehr gewonnen hat. Mit nur noch 3 Runden bis zum Ende der Meisterschaft glaubt Lewandowski, dass Bayern auf einem guten Weg ist und mental besser auf die Endphase vorbereitet ist. Nach dem polnischen Stürmer stehen 3 aufregende Spiele bevor. Und Sie, Bayern-Fan, denken Sie, dass das Team seine Dominanz in der Bundesliga aufrechterhalten wird? Oder wird Borussia Dortmund diese Titelsequenz des Bayern endlich durchbrechen? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit.